So, zusammen machen. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Mehr nach dort. Anscheinend 13 von 30 haben wir schon mal. So. Na, jetzt kommen gleich Nummer 16. So. Oh, gut. Den müssen wir. Ja, ist ja gut. Ich verwechsle immer seinen Gefährten mit den anderen da. So, wir müssen hier lang. So, hallo. So. So, zack, zack. Und töten. Jawohl, sehr schön. Sehr gut. So, hier, ab und weg. So. So, wie viele haben wir jetzt schon erledigt? 14 von 30? Lol. Das waren jetzt aber ein paar mehr. Das zählt nicht richtig mit hier. So. So, ah ja, okay. Dann wir müssen hier mehr lang. Hier muss jetzt der erste Energiekern irgendwo sein. So. Ich hoffe, dass die jetzt mal für mich zählen hier. So. So, zack. Erledigt. Also Widerstand muss, genau, zack. Und jetzt müssen wir hier irgendwo die Energiezelle finden. So, die ist wohl hier irgendwo voraus. So, hier müsste die ja sein. Ah, da. Sehr schön. So, jetzt müssen wir nämlich zur zweiten Energiezelle. Ist hier irgendwer noch zum Angreifen? Ja, da guckt mal. Da können wir noch mal ein paar Truppen töten. So, und zack, und zack. So. Ich hoffe, das zählt jetzt mal wieder zu mir. So. So. Na los, stirb. So, jetzt habe ich schon mal 16. So, jetzt müsste ich 17 haben, habe ich auch. Sehr gut. So, 17 von 30 sind schon mal tot. So, jetzt müsste hier die nächste Energiezelle versteckt sein. So, hier erstmal die Leute angreifen. So. So, der müsste gleich tot sein, jawohl. 18 von 30 haben wir schon, fehlen nur noch 12. So. 20, fehlen nur noch 10. Bestens. So, mal hochzürnen hier wieder. Weil mein Gefährte. Wo ist meiner? Was ist mit meinem Gefährten los? Aha. Was ist mit dem hier? Okay, kann ich den auch als Gefährten rufen? So gut. Aber ist ein Nicht-Kämpfender. Aber ich brauche jetzt einen Kämpfenden. Also hier los. So, wo ist er denn? Hä? Ich habe keinen Gefährten mehr. Das ist cool mit dem Inventar. Wo ist denn der? Eben gerade war er noch da. Wo ist denn der Knie? Lol. Tja, mein Gefährte ist weg für immer wohl anscheinend. Ich weiß nicht, wo der sich rumtreibt. Ja.
Zack. Achso, die kann ich nicht angreifen, nee. Den kann ich aber angreifen, aber wo ist mein Gefährte? Verstehe ich nicht. Der muss doch hier irgendwo liegen. Garobak. Na, Fred. Ja, toll. So. Hallo. So. So, die müssen wir jetzt hier mal töten. So. Zweiten Energiekern. Ja, den müssen wir auch gleich holen. So. So. Söhnen. Da greift ihr mal da schön an. Da braucht ja auch noch mal ein paar Leutchen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss weiter nach links. Zum zweiten Energiekern, ja. So. Ach ja. So, dann gucken wir mal. Mein Gefährte ist irgendwie weg. Ich weiß nicht warum. Ah ja, hier. So, zack. Und zack und zack und zack und zack. So. So. Und so, jetzt muss ich irgendwo den Energiekern finden. Ist der hier oder ist er hier nicht? Nein, hier ist er nicht. Gut. Wo ist denn der? Versteckt? Meine Fresse. Den einen habe ich ja gefunden. Da muss ich lang. So. Da ist er. Meine Güte, gut versteckt. Muss ich ja sagen. So. Jetzt müssen wir zum dritten Energiekern. So. Hier müsste der eigentlich sein. So. Hey, was soll denn das? Schießt doch mit. Also hier. Ja, ja, ist ja gut. So. Jetzt hörst du erstmal. Freundet! Warum ist der nicht. Also das verstehe ich auch nicht immer. Ne? Man wird angegriffen. Dann müsste eigentlich dieser auch hier angreifbar sein. Und zwar sofort. Meine Fresse. So. So, endlich mal ist er weg. Junge, 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 Junge. So, jetzt muss ich hier irgendwie weiter voran. So. Ich schätze mal hier hinter dem Stein. So, erstmal hervorholen. Und dann muss ich mir das Ding jetzt wieder nehmen. Alles nehmen. Aber was soll das denn hier? Zwei auch noch. So. Ja, 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 immer mit der Ruhe hier. Was du auch immer wolltest von mir, du bist gleich erledigt. So. So. Nicht so aggressiv sein hier einmal. So, ich muss jetzt da nämlich rein. So. Bin ich ja mal gespannt, ob ich da zumindest
So. Cool. So. Jo, super. Wir haben übrigens hier gerade ein neues Gildenmitglied bekommen. Den Garobak. So, jetzt, ich muss hier lang. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier machen muss, aber bestimmt einiges erledigen hier. So. Oh, oh, ganz nett, ganz nett. Aber welche komischen Insekten sind das hier? Ja, das ist so wie, man ist so groß wie eine Ameise und muss in so einen Ameisenhaufen rein. Meine Fresse. So, da hilft jetzt erstmal nur Bannen. Ach, hier, komm. Heilige Witzker hier. So, oh. Die sind nicht schlecht. Nicht schlecht. Puh. Jetzt muss ich mich aber erstmal hier wieder hochheilen. Heilige Witzker. So. So. Ich versuche jetzt hier mit Blitzen und alles. So. Der konnte sich eben gerade nicht bewegen, macht aber nichts. So. Ah, kommen hier schon von der Seite. Meine Fresse hier. Oh, ich bin mal wieder umzingelt von diesen Viechern. Meine Güte. So. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Muss ich sagen, macht aber auch Spaß. Aber an diesem, bei diesen Viechern denke ich hier an Ameisen, irgendwie so mutierte Ameisen. Ich weiß nicht warum, aber ist so, ja. So, wat, und was machen die mit Technik? Na, auch nicht schlecht. Halt so ein Volk. Interessanter, okay. So. Mal gucken, was ich jetzt hier machen muss. Logbucheintrag über die Arbeit bezüglich von bla bla bla. Giftmülls, aha. Ach ja, da war ja was mit Giftmüllgrube. Mente scheinen nichts ohne Probleme voran, aber bla bla bla. Vor kurzem hat Team 5 berichtet, dass die Subjekte positiv auf den Abfall. Unsere einzige verbleibende Sorge ist die Tatsache, dass die Todesrate gestiegen ist. Ja, bisher haben wir 2 unserer besten Wissenschaftler und 3 von uns verloren. So weiter geht's, ja. Jedenfalls habe ich die Formel für die chemische Verbindung notiert, Ergebnisse geliefert hat. Ich habe zudem ein Diagramm, bla bla bla, mit der Auslegung, Interaktion, Zellstruktur, Kollege, bla 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 bla, Wildheit. Ja, vermeiden. Unfälle zu vermeiden. Na ja, gut, wollen wir mal gucken. Der Rest ist eine Reihe chemischer Formeln. Ja, schön. So. Oh. Ja. Und ich hoffe, dass ich halt dann. So, jetzt können wir hier erstmal was sammeln. So, zack. Können wir alles verkloppen, verkaufen. Ich glaube. Kehre zu Major Bessiker zurück. Ja, der ist ja an der Hauptbasis da. So, das hätten wir jetzt erledigt. So. Jetzt muss ich wieder zum Abflugterminal zurück. Ja, hallo, meine lieben Freunde. So. Mal sehen. So, zack. So. Ja, toll, ich darf hier gegen diese Viecher alleine kämpfen. So. Keiner hilft mir hier. Na, endlich mal. Danke. Meine Güte. So, und weiter geht's. So, sind die feindlich? Nein, die sind nicht feindlich. Sehr gut. Ja, also es macht Spaß auf jeden Fall. So, jetzt kann ich nämlich hier einiges abschließen. Und ich muss jetzt sowieso wieder zurück. So.
Ich muss ja nämlich in diese komische Grube dann. Ne? Zu Ihren Diensten, mein Lord. So. Kaiserroute bestätigt. Ja, wollen wir mal gucken. Tja, die schießen ja immer noch in die Luft. Ich frage mich, ob die dann auch was da treffen. Also, ne? Wer weiß. So. Jetzt hier lang und dann müssen wir uns dort nämlich melden. Ach ja, die Flaggen des Imperiums leuchten hier, das ist doch schön. So, da habe ich schon eine grüne Tür gesehen, ich glaube, da muss ich auch gleich hin. Wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Das war die richtige grüne Tür. Aber irgendwie stört mich das, dass ich hier ohne Gefährte bin. Na endlich. Hallihallo. Sehr schön. So. Wollen wir mal schauen, was der so zu sagen hat. Oh, ich kann dir ein paar Fertigkeiten holen. Sehr gut. Welche dunklen Geheimnisse soll ich mit euch teilen? So. Drückende Dunkelheit. Cool. Gleiter. Jawoll. Heldenmoment. Macht. Macht Tempo. Prügeln. Cool. Ruck. Schock. Macht Blitz. Stromschlag. Überladung. Vielen Dank. So. Wo waren jetzt hier nochmal alle Fertigkeiten aufgelistet? Ich glaube, das war doch hier irgendwo. Okay. 20.000. Nein, ich will jetzt hier nichts ausgeben im Moment, sondern ich will. Ah, hier fürs Raumschiff könnte ich auch so einiges zum Ausrüsten. Ah, damit es stärker wird. Okay. Wo kann ich das denn bloß haufen? Das wäre natürlich auch nicht schlecht hier. Zuneigung. 682 von 10.000. Na, ich hoffe, das können wir ein bisschen steigern, dass er mich noch mehr lieb hat. Ja. Aber immerhin, er hat hier gute Kleidung gekriegt, ne? Also. So. Anwenden. Aktiv. Okay. Was das auch immer jetzt gerade bedeutet hat, ich weiß es nicht. So. Mann hier. Bewachen. Weniger Schaden und weniger Bedrohung. Zusätzlich werden 50% eingehen Schadens durch feindliche Spieler auf dich solange du sie entfernt auffällt. Erfordert dunkle Ladung. Ja, gibt es hierfür ein Menü? Ist die Frage. So. So. Wie kommt man zur Skillung der Fähigkeiten? Also, gute Frage. Vermächtnis erstellen. Aha, Vermächtnisname? Die Mitglieder deines Vermächtnisses teilen sich nur. Kann man das hier irgendwie hochschieben, weil dieses Fragezeichen das stört. So. Die Mitglieder deines Vermächtnisses teilen sich nicht nur einen bleibenden Namen, sondern können
auch bald neue Spezies für neue Charaktere freischalten. Erhöhte Attribute erhalten und sogar mächtige Fähigkeiten von ihren Ahnen erhalten. Aha. Durch dein Vermächtnis kannst du nicht nur einen Charakteren. Ja. Was haben wir? Vermächtnis, Fähigkeiten, Stufe wie Vorfahren und vieles mehr. Diese Vorzüge sind erhältlich, sobald du spezielle Erfolge mit all deinen Charakteren errungen hast. Wodurch dieses Durchspielen mehr und mehr Vorteile für die anderen Mitglieder deines Vermächtnisses. Ah! Tja. Vermächtnisname. Da ist halt Darkless. Vermächtnisname ist dann. Oh, gute Frage. Wie gebe ich meinen Namen ein Vermächtnis? Oder wie soll es heißen, dieses Vermächtnis? Ja, war. Lord, ja. Ich überlege gerade. Jarok. Lord Jarok. Jarok. Okay, erstellen. Okay, dein Vermächtnisname wird von allen Charakteren auf diesem Server geteilt. Du kannst dich jedoch entscheiden, nicht anzeigen zu lassen. Ah, ja. Und Vermächtnisname ist Jarok. Okay, jetzt klicke ich mal auf meinen Charakter. Titel wählen. Wo kann ich das jetzt mit dem Vermächtnisnamen einsehen? Okay. So. Vermächtnis von Jarok. Okay. Ah. Kann man hier was Spezielles freischalten? Oh ja. Kaufen. Okay, Kauf bestätigen. Ja, super. Verbesserte Weltraummission-Erfahrung. Okay, das brauche ich noch nicht. Verbesserte Klassenmission-Erfahrung. Erkundungserfahrung. Verbesserte Raumjäger-Erfahrung. So, Kriegsgebiet. Ja, das nehmen wir mal mit. Kaufen. So. Ja, kaufen. So, das haben wir schon mal. Was ist das hier? Vermächtnis des Altruismus. Aha. Vermächtnis der Überredung. Erhöht die Menge an gewonnener Gefährten zu nahe. Oh ja, das ist wichtig. Das ist Münzen hinzufügen. Wie kann ich das denn machen? Kartellmünzen kaufen. Okay. Es wird Tor kommen. Ach so, ja, muss ich gucken. Ich glaube, man kriegt sowieso dann noch mal welche, ne? Tja, kann ich noch nicht machen, aber das werde ich als nächstes Mal dann machen. Ja. Ja. Gut. So. Was ist hier? Ah, ich kann wieder was wählen anscheinend. Schwellenschatten. So. Okay. Lol.
Warum kann ich da jetzt nichts wählen? Schwellen chatten, okay. Hä? So, also ich muss doch hier was wählen können. Verfügbare Funktionen. Ich klicke drauf, nichts passiert. So, Abstrafen, erdrückende Macht. Meinung, formloser Geist. Für tätliche Lippenschaden um 30%, wenn du betäubt bist. Vernebelung erhöht dein Bewegungstempo um 15% und deine effektive Darmstufe um 5. Mhm. Isolierung erhöht deinen Rüstungswert um 30%, während Blitzladung oder Ladung aktiv ist. Außerdem erhalten Ziele, die von deinem Bewachen geschützt sind, den Effekt Isolierung, bla bla bla, wodurch den Schaden um 1% erhöht. Mhm. Abstrafen erhöht den von Zerfleischen verursachten Schaden. Meisterlich. Erhöht die Dauer von Machtschleier. Haftung erhöht die Dauer von Machtverlangsamung und verringert die Abklingzeit um 6 Sekunden. Ich nehme erstmal Vernebelung. So. Übernehmen. So. So, jetzt gehen wir hier mal rein. Ja, wir müssen jetzt hier das Gespräch führen. Major, wenn wir diese Versorgungsfahrzeuge nicht bekommen... Meine Leute arbeiten daran, Sir. Aber bis die Plastikstahllieferung kommt, die ich vor 3 Monaten bestellt habe... Das ist mir egal. Von mir aus reißt es von den Wänden. Worum ging es da? Was ist denn das Problem? Einen Sith lässt man nicht warten. Macht euch nichts aus dem Körner. Er ist laut und ungeduldig. Aber das sind wir angesichts des Nachschubmangels heutzutage alle. Mhm. Und? Habt ihr im Labor etwas herausgefunden? Captain Elon und ich haben selbst Nachforschungen angestellt, aber ohne nennenswerten Erfolg. Ich weiß nicht ganz, wie es war ekelhaft, aber hier. Insekten und noch mehr Insekten. Ich hoffe, die Kolikoiden haben euch nicht zu sehr zugesetzt. Nö. Schaut euch das mal an, Captain. Ich kann mir keinen Reim darauf machen. Dies bestätigt unseren Verdacht. Man ließ die Kolikoiden mutieren, um den Müll zu entsorgen, und es sieht so aus, als könne das dazu verwendete chemische Mutagen theoretisch funktionieren. Das ist es doch. Das ist unsere Lösung, nicht wahr? Wir replizieren einfach dieses chemische Mutagen. Sir, es gibt da ein Problem. Unser wissenschaftlicher Leiter ist vor ein paar Monaten zur Republik desertiert. Ohne ihn können wir das Serum nicht replizieren und schon gar nicht testen. Desertiert? Und sonst gibt's niemanden? Und das, naja, dann machen wir 3. Dieser Wissenschaftler ist der Einzige, der das hinkriegt? Ich fürchte schon. Die Befehlshaber auf Drom und Kars stufen bei Morra heutzutage nicht mehr als hohe Priorität ein. Der Wissenschaftler heißt Janus Tyrek und befindet sich noch auf Balmorra in einer Forschungsstation der Republik unweit der Giftseen. Na gut, Sith. Damit hättet ihr also euer nächstes Ziel vor Augen. Findet diesen Wissenschaftler und nehmt ihn gefangen. Meine Leute bringen ihn zurück und dann bekommt ihr die Gelegenheit, in Giftmüll zu baden. Ja, ich bin dabei. So gut wie erledigt. Ach ja, Sith. Kommt schnell zurück. Ich habe gerade gehört, dass mein Sohn seine Prüfungen auf Korriban bestanden hat und nach Balmorra unterwegs ist. Ihr sollt ihn doch nicht verpassen. Und? Interessiert mich der Knick? Also. Bessere Handschuhe. Anscheinend. Okay. Adrianisch, Minenhandschuhe. Okay, so annehmen. Stufe 22.
Ah, wir sind aufgestiegen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann wollen wir mal gucken. Dann tauschen wir mal eben schnell hier die Handschuhe aus. Und... Also... Ne, zack, so. Handschuhe sind ausgetauscht. Jetzt muss ich nur noch hier ein bisschen Schrott verkaufen. Da ging es raus. Stimmt. Ja. So. War jetzt schon wieder was? Endlich ein würdiger Schüler. Danke. Geh fort. Ja, ja. So, jetzt muss ich nur noch einen Dingsbums finden. Ja, irgendwie ein Händler. Ah, hier. Am Markt. Okay. Weil ich will ja ein paar Sachen loswerden, die ich nicht mehr brauche. So. Dann schauen wir mal. Ist hier jetzt ein Händler? Das ist das? Nee. Okay, jetzt so ein Stückchen nach da. Gut. Hier werden wir fündig. Sehr schön. Ein besseres Angebot findet ihr nirgends. Ja, ja, hier komm. Ist schon klar. So. Okay. Das hätten wir. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Aber gerne doch. So. Tja, Leute. Also, wir haben unseren nächsten Auftrag. Auf der Spur finde, ja, diesen Wissenschaftler muss ich finden. Gefangen nehmen, nicht töten. Tja, und wie es da weitergeht an der Stelle, seht ihr dann in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.